Wurzeltommis Suppenlied. So, liebe Ju. Zuschauerinnen, ich begrüße Sie recht herzlich bei meinem YouTube-Video. So, kurze Info. Ich war gestern noch im Bonhoefferhaus, letztens beim Theater. Und es war sehr schön mit meiner Schwester zusammen, mit der Nichte. Und wir hatten ein Theater angeschaut. Das war die Stadt Bremer Stadtmusikanten. Von Karl Valentin haben sie was gespielt. Und ich glaube, irgendwas mit Kleiderschrank war es. War ganz nett. Aber hier noch wollte ich noch sagen, da ist mir auch eine Idee kommt für ein neues Lied. Genau. Eine schöne heiße Suppe im kalten Jahreszeiten. Sehr gesund, das ist mein Suppenlied für diesen Grund. So wie meine Backerbsen in der Nudelsuppe in meinem Teller hin und her schwimmen. Man kann die Suppe dadurch genießen und schmecken. Eine schöne heiße Suppe ist in kalten Jahreszeiten sehr gesund. Das ist mein Suppenlied für diesen Grund. Leberknödel und Semmelknödel kommen in Suppenteller in die Quere. Schnell, schnell essen, da werdet ihr eure Backerbsen im Teller verrund. Alles okay. Eine schöne heiße Suppe ist in kalten Jahreszeiten sehr gesund. Das ist mein Suppenlied für diesen Grund. Mit Maki wollen wir die Suppe abschmecken, so wollen wir die Suppe in Engelsharfen genießen. Eine schöne heiße Suppe, ja, ist in kalten Jahreszeiten sehr gesund. Das ist mein Suppenlied für diesen Grund. Ob Nudelsuppe, Tomatensuppe oder Taschensuppe, so suppt es in meinem Teller wild umher. So, so, okay. So kann ich sagen, in diese Mahlzeit einen guten. Lasst es euch genießen und schmecken. Ole, 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 das war's. Bis denn. Ciao. Übrigens habe ich das, was heißt hier, ciao? Übrigens habe ich das Lied selber wieder mal geschrieben für euch. Ich sollte mal was Lustiges schreiben und da habe ich mir gedacht, ich schreibe mal wieder ein lustiges Lied und nicht im Ernsthafte, sondern da ist mir das heute beim Bonhoefferhaus eingefallen, beim Theater. Und dann habe ich dieses Lied einfach mal gemacht.